Hallihallöchen zusammen und willkommen zurück zu The Messenger. Ja, wir sind jetzt gerade bei dieser tropischen Insel angekommen. Auf dem wunderschönen Gefährt des Nekromanten haben seine Eltern kennengelernt. Ja, seine Alternativuniversen-Eltern. Und sind jetzt auf dieser Insel angekommen, wollen den Dämonenfürsten, den Dämonengeneral angreifen, der sich hier in dem Busch versteckt. Okay. Okay. Nichts zu sehen da an der Stelle. Oh mein Gott, ein riesiges Chamäleon. Ah! Ich habe vor riesigen Chamäleons Angst. Aber was sind das für Typen? Aber was zum... Ein Laden? Oh. Huh. Ein schöner Laden, den er sich da vorbereitet hat. Ah, der Messenger. Ich hatte dich etwas früher erwartet. Hey, mir gefällt, was du mit dem Laden angestellt hast. Wie bitte? Naja, es sieht aus wie eine Art Tiki-Laden oder so. Ah, du bist einer von denen. Einer von wem genau? Von den Leuten, die immer annehmen, alles sollte aus ihrer Perspektive definiert werden. Nein, mir gefällt nur der Tiki-Laden. Klar, ignorieren wir, dass es für mich vielleicht einfach nur der Laden ist und der Laden aus deiner Welt für mich vermutlich der Arkane-Laden oder so wäre. Schließlich bin ich ja der Besucher, nicht wahr? Recht hat er. Ich wette, du nennst den Namen deiner Stadt, wenn Leute in der Runde erzählen, aus welchem Land sie kommen. Mache ich ja wirklich ab und zu manchmal. Wie dem auch sei. Willkommen im Laden. Es freut mich, dass es deinen egozentrischen, ästhetischen Ansprüchen genügt. Ach ja, ich habe deine Schriftrolle gerade auf die Tropen eingestimmt. Du solltest jetzt Zeitrisse sehen können. Oh, hat er einfach mal so nebenbei gemacht. Okay. Was gibt es für Upgrades hier? Okay, nichts Neues. Schade eigentlich. Reden über den Bereich. Also die Wutkin-Insel. Oh ja. Viel Spaß in den Truppen. Versuch bitte nicht zu viel Schaden über die kleinen Wutkins zu bringen. Sie sind nicht böse. Bisher gefällt es mir hier ganz gut. Das Wetter ist wirklich einzigartig. Was ist los? Pass auf, ich habe mich längst damit abgefunden, dass unsere Gespräche nicht die fesselsten sein würden. Aber die Gespräche über das Wetter ziehe ich die Grenze. Kennst du Geschichten? Oh ja, neue Geschichten vom Ladenbesitzer. Geil. Natürlich. Oder wirkt dieser Ort auf dich wie ein Teil eines zusammengeschossenen Möchtegern Metroidvania? Welche Geschichte wird es wohl? Ich könnte dir von dem bösen Geist erzählen, der ständig versucht hat, die Wünsche seines Besitzers zu verderben, sodass der fliegen wollte, niemals landen und der alles zu wissen begehrte, nie sprechen oder schreiben konnte. Klar, klingt interessant. Oder vielleicht erzähle ich dir von dem kleinen Jungen, der schon immer ein Krieger werden wollte und Schwertschlucker wurde, nachdem er den Satz "Du bist, was du isst" gehört hatte. Okay. Was? Ah, ich weiß. Hier ist eine für dich. Es war einmal eine Gastwirtsfamilie, die ihr Geschäft in einem Welt frei von physikalischen Grenzen betrieb. Tatsächlich verfügte das Etablissement über eine endlose Anzahl an Zimmern zur Vermietung. Das Geschäft lief so gut, dass jedes der Zimmer belegt war. Nichtsdestotrotz kamen neue Kunden vorbei und erhielten sofort ein Zimmer. Moment mal, wie kann jemand ein Zimmer vermieten, wenn alles belegt ist? Da ist noch nie da gewesen. Da fehlt ein S. Da fehlt ein S. Das ist noch nie da gewesen, nicht wahr? Nun, es hat eben einige Vorteile, wenn man in einer grenzenlosen Welt lebt. Obwohl alle Zimmer belegt waren, waren die Verwendungsmöglichkeiten dieser Zimmer genauso endlos wie der Flur, in dem sie waren. Ein neuer Kunde bekam also stets Zimmer 1 und musste dann den Gast, der bereits in diesem Zimmer war, bitten, in Zimmer 2 umzuziehen. Oh, ich verstehe, worauf das hinausgeht. Dieser wiederum bat den Gast in diesem Zimmer, in die 3 zu wechseln. Und so ging es ewig weiter. Es mag ein bisschen dauern, bis man es begreift. Doch aufgrund der endlosen Anzahl der Zimmer gab es immer ein nächstes Zimmer, in das man umziehen konnte und dessen Bewohner man bitten konnte, ins nächste Zimmer zu wechseln.
Und das waren Unannehmlichkeiten für unfassbar viele Menschen natürlich vorprogrammiert. Trotzdem bekam jeder neue Gast ein Zimmer, selbst wenn alle belegt waren. Hm. Sauber. Das kann man sagen, ja. Und da wir schon beim Thema sind, kann man sich kaum vorstellen, wie hoch die Kosten und der Zeitaufwand für das Saubermachen waren. Ja, verstehe ich. Die Gastwirtsfamilie beschloss also irgendwann, dass es doch Grenzen geben musste. Damit die Familie ihr Gasthaus unterhalten konnte, musste die Anzahl der Zimmer endlich sein. Dieses Konzept nannten sie nun endlich Zeit dank Endlichkeit. Im Laufe der Zeit verschwamm diese Geschichte, so wie alles mit der Zeit verschwimmt. Aus dem langen Begriff wurde daher irgendwann Unendlichkeit und seine Bedeutung wurde ins Gegenteil gekehrt. Ende. Echt jetzt? Was denn? Ich kann nicht fassen, dass ich mir das alles nur wegen des dämlichen Wortspiels am Ende anhören musste. Weißt du, was ich nicht fassen kann? Dass nach all diesen Geschichten deine Gedanken immer noch nicht über die Oberfläche hinausgehen. Oder ist es dir egal, dass ich dir gerade die Durchführbarkeit von unendlich plus 1 vermittelt habe, indem ich Ensembles in Eigenschaften in immerwährender Bewegung gefasst habe? Und zwar so, dass es ein 5-Jähriger verstehen würde. Oh, hat einen Punkt, hat er schon recht. Das dachte ich mir. So. Darf ich jetzt eigentlich... Oh, da gibt es keinen Schrank mehr. Aber es gibt eine Jukebox. Cool. Und das Viech. Und noch eine Kristallkugel. Oh. Ich möchte aber nicht zurück in meine Zeitlinie. Du musst doch 22 Siegel der Macht zerstören, um sie zu... Okay. Ja, dann machen wir weiter, ne? Sind das die Wutkins? Oh mein Gott. Die sind ja süß. Mein Gott, sind die drollig. Nein! Okay, ich will die nicht mehr angreifen. Wow! Oh, die Musik ist ja scharf. Oh, das ist ja geil. Hey, der Pflanzenheld ist da im Chat. Servus. Ach du Scheiße, was bist du für ein Viech? Oh, Alter. Dieser Soundtrack, Alter. Was geht jetzt wieder ab, ey? Ah! Wieder hoch. Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt. Ja, Mann. Wuh. Oh. Okay, der Soundtrack ist wieder geil. Na, das fängt jetzt schon erstmal sehr, sehr, sehr nice an hier. Okay. Das ist ja nicht, wofür ich das jetzt genau gemacht habe. Außer für den Kollegen hier. Hey, da ist ja schon wieder der Typ. Ah, die Musik ist ja rattenscharf, Alter. Der Pflanzenheld schreibt, ich habe Internet im Urlaub. Yay! Hey, Glückwunsch. So. Ah, okay. So, da muss man jedes Mal diese Dinger hier zerstören. So, ich muss aber gleich die Folge abschließen, weil hier mein Typ gefragt würde. Ganz schlimm sowas. Nicht mal in Ruhe streamen kann man. Mamma mia. So, das mache ich jetzt gleich mal kurz fertig. Beziehungsweise... weil ich jetzt sowieso gestört werde. In diesem realen Leben da draußen. Ne, da schreit jemand durch mein Fenster. Hey, machst du mal auf? Ja, kann ich machen. Ich bin gleich wieder da, beziehungsweise ich schließe die Folge ab und wir werden dann durch die tropische Insel dann weiterziehen und ja, hoffentlich dann mal wissen, was wir hier so alles, wo die Phobiekins eigentlich sind und was eigentlich dieser Dämonengeneral hier vorhat die ganze Zeit. Das schleicht einfach nur hinter uns her. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, mach's gut und ciao, ciao!